Okay, Leute, was geht? Herzlich willkommen. Wie geht's euch? Willkommen zurück zu... Ich kann nicht mehr reden, ganz genau. Yoshi's Crafted World. Mann, ich habe mich jetzt so häufig versprochen, dass es schon peinlich ist. Flug-Höhenflug-Match, wir starten rein. Ich habe nicht mehr zu sagen. Ich habe mich jetzt schon oft genug versprochen. Ey, es ist ganz schlimm. Es ist auch warm, okay? Wir schieben es darauf, dass es warm ist heute, Gast. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. So, jetzt genug Werbung. Wir starten jetzt rein. Boah. Ich habe beim letzten Mal vergessen, nach Abo zu battlen. Das habe ich viel zu sehr zum Schluss gemacht. Deswegen sage ich es heute einfach ein bisschen früher. Da ist ein Flugzeug. Nein, was? Ich mag es. Also, ich weiß nicht, was sich Nintendo dabei gedacht hat, bei dem Flugzeug Hochhäuser in den Hintergrund zu packen. Aber... ja, ist halt so. Okay, die Steuerung ist köstlich. Man lenkt, indem man vor und zurück geht. Ich glaube, das habt ihr alle verstanden. Okay. Guys, wie geht's euch heute so? Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch heute geht. Habt ihr schönes Wetter? Bei mir ist das Wetter eigentlich gar nicht so gut heute, was gut sein sollte. Aber, let's call it. Es ist trotzdem viel zu warm. Oh, lol. Sag nicht, das Flugzeug kann kaputt gehen. Das wäre gar nicht gut. Wir fliegen high above. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ernsthaft? Oh Gott. Wie geht's euch heute so ganz genau? Das war die Frage, die ich stellen wollte. Es sind spannende Dinge passiert. Die haben auch Flugzeug... Der Kollege hat sogar ein Geschenk. Ein Stück runter und in die Mitte steppen. Ich hätte gerne das Geschenk. Stimmt, wir könnten die Flugzeuge auch vom Himmel holen, nicht? Ich finde die Idee vom Level cool, keine Frage, aber... es ist mir ein bisschen zu stressig tatsächlich und zu anstrengend. So, hier, den machen wir kaputt hier. Bam. Und wir werden sowieso nicht alles schaffen, Guys. Solltet ihr langsam aber auch wissen. Blam. Gar nicht gut. Oh Gott. Ja. Was soll das denn? Weiß ich nicht. Ich bin noch nicht so gecatcht. Für heute habe ich mir noch gar kein spannendes Thema ausgesucht. Obviously nehme ich die Folge gerade exakt nach der letzten auf. Ohne Cut dazwischen, sonst was. Ich schneide die dann nachher auseinander. Deswegen habe ich keinen, über was ich heute reden soll. Mal schauen, vielleicht fällt mir im Laufe des Tages noch ein Thema ein, aber ich denke eher nicht. Ich habe schon in der letzten Folge viel angesprochen, weil Pikmin und Yoshi's Crafted World schaut sich halt keiner an so. Und das ist halt schade. Ich muss den Typen killen. Mann, bin ich lost. Als ob... geh jetzt weg. Warum das Flugzeug auch in der Luft stehen bleiben kann. Egal. Ja, ja, komm. Gibt's was dafür, wenn man die alle kann? Wir haben alle Grinseblumen verpasst, bis auf zwei oder so. Ach so, ja, okay. Ey, aber das war actually, dann war das gar nicht so bad. Es fehlt nur eine, dann ist ja alles tippitoppi. Ich habe vergessen, dass es ein Match ist. Ja, aber nice. Alle leben, let's go. Ja, die Coins. Reden wir nicht über die Red Coins. Die haben wir so gut in der ersten Welt gemeistert. Und danach sind wir so downgefallen und hatten gar nicht, kein Glück mehr. Gar nicht Spaß und alles. Nicht schön. Wir kommen zu diesem Vulkan. Ist das ein Vulkan? Schnuffels Magma macht das. Oh nein. Da steht doch schon Magma. Die Level-Vorschau macht mir maximal Angst. Guys, wenn sie euch auch Angst macht, lasst ein Like da. Lustig. Okay, lasst uns weitermachen jetzt. Oh, mein Gott. Oh. Ist Lava Instant Death? Natürlich sinkt das ja noch ab.
einfach eine Stachelkugel. Okay. Ich hab doch gedrückt. Er läuft einfach weiter, anstatt dass er mich hier gucken lässt, so. Ja, alles klar. Lava ist nicht Instant Death, aber zieht dir 100% deiner Leben ab. Bitte, bitte. Oh, ein Black Eye, das sieht cool aus. Ich darf mich von nichts mehr treffen lassen, ich bin instant tot. Ich hab das... Warum dreht er sich in der Mitte um? Ja, ist egal. Also. Ja, Game Over, erneut versucht. Dann ganz von vorne wieder an, ernsthaft. Das Ding ist, jetzt hat der Dude sich halt nicht mal umgedreht, gell? Was ja auch schon Scam ist, dass er sich vorher umgedreht hat. Aber ist egal. Es macht trotzdem Spaß. Ich feiere dieses Level jetzt schon für die... Einfach für die Ästhetik, so für dieses Lava-Feeling und so. Es sieht cool aus. Boah. Ich darf nicht... Ich bin so gewöhnt, wegen den Newer-Videos mit dem Steuerkreuz zu hantieren, dass es ganz schlimm ist, hierbei richtig zu zielen. Wir können ja nicht sliden. Jetzt, wir haben gar kein Outfit mehr. Das ist so schade. Wir müssen wieder eine... Hello, Mr. Schnuffel. Wir müssen wieder eine Gamble-Maschine finden. Ach ja, stimmt. Du springst ja automatisch. Bam, bam, bam. Warte, warte, Mr. Schnuffel. Da gibt's was. Red Coins. Schnuffel, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Heißt ja nicht Pucci eigentlich. Ich find's immer weird, dass die... Das ist die deutsche... Nein, Pucci, wir gehen da runter. Also du gehst da runter. Weil du kannst einfach über Lava laufen. Kannst du mir die Blume auch geben? Dankeschön. Läuft er einfach durch, weil er das kann? Ja, kann er. Okay. Ich will die Coins da unten. LOL. Einfach Secret. Oh mein Gott. Pucci. Oh, warte, warte, Pucci. Ich muss hier kurz gucken. Ich steig hier auf dich auf. So, wir gehen in die Richtung. Nach da. Also halt für, nach da. Da ist der Spiegel verkehrt bei euch. Tschüss, Mr. Pucci. Ja, ja. Natürlich trefft ihr mich jetzt nach ihr. Hans Fritzkes, wirklich. Okay, hier haben wir wieder einen. Oh, Pucci schwimmt da hinten. Habt ihr es gesehen? Blam. Das ist eine Red Coin, das sehe ich. Blam. 1, 2, 10. Blam. Und nicht so einer schon wieder. Mag ich ja gar nicht den Typen. Na klar. Na klar. Komm, verdient, so verdient wäre das. Ernsthaft? Ernsthaft? Komplett lächerlich. Komplett lächerlich. Pucci, komm jetzt her. An Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Insane. Blaue Blinzen. Pucci, ich hasse dich. Ja, was soll das denn? Was soll das denn? Kompletter Müll. Kompletter Betrug und kompletter Müll schon wieder. Mm. Guck mal, du hast nicht alle Blumen, weil wir haben dich betrogen. Ja, komm. Ja. Nee, weiter, komm. Weg, gar nichts. Nächstes Level. Schmutz.
kompletter Schmutz, was da gerade abgegangen ist. Machen wir weiter mit dem Windwärtsweg und haben vielleicht mehr Spaß bei diesem Level. Link zu dem Spiel ist unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch das selber antun müsst. Viel Spaß. Starten wir rein. Okay, die fallen wenigstens nicht in den Turm. Warum sind da fliegende Bälle? Das sind Tischtennisbälle, right? Na klar, da ist eine Red Coin. Das sind nur normale Coins. So, wir nehmen natürlich Eggs mit, weil warum nicht? Na klar. Na klar. Sehr schön. What the hell? Ah, das soll ein Nest sein. Ich hab das Kind getötet. Wenn YouTube nicht so strikt bei dem Wort töten wäre, würde ich das in den Titel packen. Ich töte Kinder. Oh, Nintendo. Oh. FBI ganz sass, wenn ich das sag. LOL. Einfach invisible. Das ist bestimmt eine Red Coin. Nein. Ja, dann halt nicht. Oh mein Gott, wir reden gar nicht darüber, was gerade gehappened ist. Ich würde den Titel packen, aber bei meinem Frustrafakta-Video, falls ihr euch erinnert, war das genauso. Da baller ich schön das Wort Pikachu tötet dich in den Titel. Und was macht YouTube daraus? Ja, das wie lange? Das Video hat 3 Wochen gedauert, bis es fertig ist. Da steht töten im Titel. Ja, lass es uns 400 Leuten anzeigen. Das Video hat Impression 400. Das Video haben nicht mehr als 400 Leute angezeigt bekommen und davon haben 100 Leute oder so drauf gedrückt. Was ein Scam von YouTube an der Stelle. Und dann hat YouTube nichts Besseres vor, als das Video auch noch für, ich glaube, 24 Stunden zu sperren wegen Musik. Dann wieder zu entsperren, weil man kann's halt. Und dann 8 Copyright Strikes reinballern. What the hell? Wegen Mortal Kombat Musik im Hintergrund. Mortal Kombat ist ein Spiel. Wenn ich das Spiel besessen würde, würde ich sogar die Lizenz daran haben. An der Musik. Also dürfte ich die Musik usen. Es ist unfair. Ich warte darauf, dass der Tag kommt, an dem das Frustrafaktor gesperrt ist. Ich habe die Datei natürlich noch. Die Photoshop-Datei, vor allem. Die Premiere Pro-Datei. Ich warte auf den Tag. Komm, hallo! Ich weiß doch sogar direkt, welches es ist. Ich habe es direkt gesehen, einfach. Ich warte auf den Tag, an dem YouTube das Video wieder sperrt und ich es neu hochladen muss und ich die Musik wechseln muss. Werde ich natürlich direkt machen. Aber das wird dann halt vielleicht mehr Klicks generieren, keine Ahnung. Aber es ist trotzdem einfach schade. Dieses Video hatte so viel Aufwand. Und das mit 150 Klicks zu sehen, das enttäuscht mich wahnsinnig. Oh, hier wieder Kinder töten. Das sind die Kinder von YouTube, by the way. Alles klar, einfach geschenkt. Let's go. Boah, ich muss irgendwann mal muss ich frühstücken. Bin vor 2-3 Stunden aufgestanden. Wir haben jetzt 16 Uhr. Wir reden über meinen Tag-Durch-Rhythmus. Reden wir gar nicht, okay, Guys? Ich habe Sommerferien. Lasst mich. Aber ich habe noch nichts gegessen heute. Was? Ehrenlos. Kompletter Schmutz schon wieder. Ja, und jetzt die Heilung hinterher. Ja, komm. Bin ich wütend? Bin ich salty, Guys? Ich bin extrem salty. Ich bin extrem... Da macht es dann aber auch Spaß, hier die Küken zu töten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall macht dieses Spiel gar keinen Spaß gerade. Nein, du triffst mich nicht. Let's go. Es werden gleich so viele Dinge an die Wand fliegen. Mach deinen blöden Tennisball runter jetzt. Tischtennisball. Ziel jetzt, bitte. Ja, komme ich nicht dran. Ziel!
eine Tortur. Ich sag's, wie es ist. Eine Tortur. Unfassbar, dieses Level. Hat mir gar keinen Spaß gemacht. Auch wenn ich am Anfang noch so zuversichtlich war, dass wir alle Grinseblumen holen. Nun gut, wie dem auch sei. Eine rote Coin. Dafür einmal Applaus, bitte. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Aber wir können wieder gamblen und kriegen wenigstens was, um uns ein bisschen zu schützen. Das ist schön. So, da bin ich wieder. Hab mit so... Mit dem hier. Das ist voll unbezahlte Werbung, aber es ist Werbung. Gönnt euch das. Habe ich mein Blutzuckerspiel einfach mal wieder ein bisschen hochgebracht. Und mir geht's auch direkt schon ein bisschen besser tatsächlich. Actually, ja, und Kinderriegel. Aber reden wir nicht drüber. So, einmal kostenlos, dann rein da. Wir bekommen... Ein Standardding halt. Gold ist oben links. Okay, aber wir haben wenigstens wieder einen. Sehr, da ist etwas. Es sieht halt wack aus, so fertig. Boah, das schmeckt echt todesnice. Also jetzt mal for real, real? Das ist so... Kennt ihr Knäckebrot? Ich habe keine Ahnung, ob das sowas Bekanntes ist. Zumindest bei mir ist es sehr bekannt. Und da ist jetzt so wie bei Milchschnitte eine Milchcreme dazwischen. Und das schmeckt turbo nice. Das ist insane. So, ein wunderschönen guten Tag, Herr. Oh, ich bin so kaputt, ich hätte doch nur 10 Grinse. Die habe ich sogar da. Extra. Ich habe die nur für dich, habe ich die jetzt gesammelt. Boah, ich muss mir davon nachher nochmal eins gönnen, wenn ich das Video cutte. Es schmeckt echt nice. Danke, es geht mir schon viel besser. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Wir kommen in einen Baum. Ernsthaft? Also es kommt jetzt drauf an, aus welchem Bundesland und aus welcher Region ihr kommt. Da sind Tannenzapfen. Das ist ein Tannenzapfen. Dieses, was von einer Tanne runterfällt. Es kommt drauf an, wo ihr herkommt. Es gibt ganz viele Namen. Schreibt mal den Namen von diesen Dingern hier in die Kommentare aus der Region, wo ihr kommt. Und sonst schreibt einfach Tannenzapfen rein. Ich weiß, dass es verschiedene Namen gibt. Das ist wie Pfannkuchen, Krapfen und Berliner. Es heißt Berliner. Aber darüber streiten sich die Leute ja auch. Ne, ich kenne das halt als Berliner. In Berlin heißen die Pfannkuchen. Pfannkuchen sind bei uns diese... Also, falls ihr aus Berlin kommt, Pfannkuchen sind diesen Teig, den man in die Pfanne macht. Und dann diese flachen Dinger, die man mit Zucker oder mit Apfelmus oder so isst. Das sieht so insane nach einem echten Wald aus. Wie cool ist das denn? Schreibt mal gerne euren Namen. Also euren Namen. Schreibt die Namen, wie das bei euch heißt, gerne mal in die Kommentare. Das würde mich echt mega interessieren. So, dann kann ich auch... Es gibt Wriggler. Da kann ich direkt zuordnen, aus welcher Region ihr kommt. Wobei... Man kann da... Okay. Man kann da so ein bisschen glitchy Stuff machen. Was wollte ich sagen? Genau, dann kann ich so ein bisschen herausfinden, woher ihr eigentlich so kommt, so. Ist bestimmt cool. Ich habe keine Ahnung, wo man was sagt. Okay, das mit den Berlinern wusste ich. Du da? Bist du der Auserwählte? Ich dachte, ich muss den Bird oder so treffen. Well, everybody's heard that the bird is the word. Well, a bird. Bird. A bird's the word. Da krieg ich wieder Lust, ein bisschen Family Guy zu gucken. Guys, kennt man den Song eigentlich nur von Family Guy? Jetzt droppt mal ehrlich. Kennt ihr den Song von woanders her, außer von Family Guy? Machen wir weiter. Oh. Nein, weiter noch ein Stück. So, eins, zwei, zack. Schade. Wir probieren es natürlich direkt nochmal. So, mit Schwung. Ja, mit Schwung. Alles immer mit Schwung machen. Oh lol, das fällt sogar runter. Wir haben gar nicht so viel Zeit, das zu sammeln. So, da hole ich natürlich die Mindestanzahl raus. Ist ja klar. Cringe, wer hier mal eine gute Zahl rausbekommt. So, ich mach den Bird raus. Nein, nein, dich nicht. Dich nicht. Weil ich das Gefühl habe, dass es hier links was gibt. Ah, da geht's sogar weiter, lol. Ja, komm. Ich möchte das hier. Paar Herzen. Take ich. Why then auch not? Dann steppen wir hier hoch. Und jetzt muss ich wieder gucken, wie es, wo, wie, wo, was, wann, wie es lang geht.
Hier geht's lang. Mit ziemlich vielen Redcoins. Ich habe immer die Hoffnung, dass wir Redcoins haben. Aber irgendwie fällt mir dann auch wieder ein, wir haben bestimmt schon welche verpasst. Aus Lostigkeit. Oh! Blöder Wriggler. No, ich wollte hier gar nicht hoch. Lol. Also. No joke, ich wollte hier vielleicht doch hoch. Hier sind auch immer drei Red Coins. Der verfolgt uns immer so ein bisschen. Das ist cool. So. Bam. Eine Kette. Ich nehme hier immer nur das Mindeste mit. Das ist schade. Nee, du gehst nicht nach unten jetzt. So. Dankeschön. Auf das Dach kann man drauf. Let's go. Oh, jetzt ist es sehr anstrebenswert. Kann man das treffen? Nein. Jetzt ist es irgendwie anstrebenswert, alle haben zu wollen, nicht? So. Ah, solange wir draufstehen, drive das down. Wenn wir nicht mehr draufstehen, fährt es wieder hoch. Okay. Ja, okay. Nein, dennoch. Okay, da sehe ich eine Red... Nee. Oh nein, da sehe ich eine Time-Challenge vor allen Dingen. Komm, schaffen wir. Hinter der Mitte, Mitte. Hab ich. Hallo? Achso. Oh mein Gott. Hey, wir haben das ja voll smart gemacht, weil wir es einfach früher gemacht haben als intended. Und so, ja, okay, lost. Zu wie viel Euronen kann man nach hier oben? So, solche Verstecke sind offensichtlich. Aber die finde ich dann noch ganz cool. Ist nichts, okay. Hier ist eine Red Coin. Ich looke richtig forward zu allen Red Coins. Okay, da ist sogar ein Present. Ich habe keine Eggs mehr, no. Ich habe legit keine Eggs mehr. Bitte Äpfel, ja. Oh nein, da oben sind noch welche. Ich dachte, es sind nur die drei. Dann hurryen wir nochmal. Blam. Also easy. Heute läuft wieder. Wieder kurz was gegessen und es läuft. Wir haben die erste verpasst. No. Schade. Ja, 100% werde ich in diesem Spiel niemals machen. Das ist ja so hardcore schwer. Ja, komm her. Noch ein Stern. Achso, wir haben noch einen Stern vor allen Dingen. Was für Stern? Oh, Geist, wenn ihr Energie braucht, holt euch diese komischen Riegeldinger. Bam. Hinfort mit euch, ihr Gesindel. Oh, da geht's erst weiter, wenn wir das Ding gebildet haben. Dafür brauchen wir... Ist das ein Waschbrett gewesen? Wusstet ihr, dass es eine Lüge ist und Waschbretter nicht wirklich... Also, heißen die Bügelbretter nicht wirklich für Surfen benutzt werden? Ich dachte, die machen das wirklich so. Insane zu erfahren, dass mein Leben eine Lüge war. Guys, bitte nehmt das als Joke. Ich meine das nicht ernst. Da ist auf jeden Fall eins. Laser. Ja! Okay. Das hat uns wieder ganz nach unten gefeuert. Schön. Nee, wir müssen die Eule rausballern. Glaub ich. Ist jetzt meine Idee. Ja, damit wir zu was auch immer das hier sein soll, kommen. Ah! Ist so möglich? Nein. Wir fliegen wieder so lang. Alles klar, warte. Wir machen dich auch raus, komm. Dann ist doch direkt einfacher. Und wo kommen die? Oh mein Gott. Todessass hier aus, nicht? Lol. Der hat einen fliegenden Teppich. Wie cool ist er denn drauf? So, wir haben alle drei Sachen. Ab runterrutschen. Oder fliegen. Ich weiß nicht, eins von beidem. XXX. Nicht, dass ich weiß, was es sein soll, aber es ist da. Was passiert denn jetzt hier drin? Er summt einfach das Main-Theme mit. Wie cool. Das ist eine Bushaltestelle. Und natürlich kommt der Bus nur, wenn jemand wartet. Ist ja klar. Das ist cool.
Wenn wir jetzt auf dem Bus mitfahren. Insane. Insane, was hier schon wieder abgeht. Wiggler, werd mal bitte wütend. Ja, komm mal her. Nein, es wäre. Nein. Nein, 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 nein. Mein Stuff. Redcoin Challenge gilt immer noch, by the way, guys. Wir tryen weiterhin. So, so's, so's. S-O-S. Ich weiß nicht, ob wir alle haben. Wir sehen's ja jetzt. Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht jetzt. Zum Schluss hin noch. Auf jeden Fall bin ich zuversichtlich, ob wir alle Redcoins jetzt haben. Das werden wir natürlich jetzt auch direkt erfahren. Ich denke nicht. Allein schon, weil wir den ersten und die dritte Finding. Ich kann nicht zählen. Glaube ich nicht. Bitte, komm, 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 gönn. Oh, drei Stück fehlen. Ich bin mir sicher, die sind bei diesen Grinseblumen versteckt. Zu 100%. Ey, aber war nice, war nice. Lässt sich sehen. War jetzt nicht bad. War nice. War okay. Mlem, 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 mlem. Mlem, 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 mlem. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst ein Abo da und tschüss, tschüss, tschüss.